Ja, dich habe ich gehört in der letzten Folge, da kommen sie schon wieder angerannt. Wir gleich mit guter Action weiter hier. Willkommen zurück bei Alan Wake. So, jetzt müssen wir da mal das Ganze einschalten. So, ich hoffe, wir haben da eigentlich nichts mehr übersehen, aber ich glaube nicht. Wunderbar. Dann mal hoch mit uns. Natürlich. Oh, eine Manuskriptseite. Der Weg durch den dunklen Ort. Nachdem Zane weg war, stand ich allein in dem wogenden Traum, der dieser dunkle Ort war. Ich musste einen Weg zur Hütte finden. Ich hatte mir im Manuskript einen Weg durch diesen Ort geschrieben. Ich folgte der Idee eines Weges. Ich hatte mich über den Ozean geschrieben, der mir den Weg versperrte. Und so gab es eine Brücke zur Insel dahinter. Die Vorstellung der Hütte flackerte in der Finsternis unter Wasser. Ich wollte, dass die Hütte real war. Also war sie es. Dann fehlt jetzt nur noch die Seite, die ich übersehen habe. Alle anderen Seiten lagen jetzt eigentlich ziemlich auf dem Weg. Aber die letzte wahrscheinlich nicht, weil sonst hätte ich die doch damals nicht übersehen. Kehren Sie um! Oh, oh. Ich will aber nicht umkehren! Na super, was das hier ist für ein Konstrukt. Ach, kommt schon, Leute. Wirklich? Aua. Okay, kurz nachgeladen. Jetzt greifen uns hier die Totten an. Oh, weißt du was? Du komisches Gebilde hier. Müssen wir das jetzt alles wegmachen? Oh, kommen wir auf Typen. Sehen das wohl nicht so gerne. Na, dann machen wir einfach so weiter. Kommt schon der nächste. Und von hinten. Komm nur her. So ist nur noch das Boot. Wir haben ja genug Leuchtfackeln. Hier für euch. Der da stand leider zu weit weg. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich mit der Leuchtfackel. Naja, egal. Ach, kommt schon. Na toll, jetzt wo ich die einsetze, verschwinden sie einfach, weil ich fertig bin. Na gut, noch kurz umblicken, aber ich glaube nicht, dass hier noch was liegt, ne? Dann gehen wir mal weiter. Ja, 11 Leuchtfackeln haben wir noch. Wir haben noch 10 Leuchtpistolen-Munition, 7 Blackgranaten. Ich glaube, das ist ganz gut. Gehorchen Sie! Nein! Tue ich nicht! Warum sollte ich eigentlich überhaupt? Oh, können wir die auch wegmachen? Vielleicht verliert sie dann ihre Kraft, wenn wir das tun. Wahrscheinlich nicht, aber naja. Okay, den hier müssten wir wegmachen. Oh, geht ein bisschen schneller. Ich glaube, Batterien und so haben wir alles genug, deshalb müssen wir jetzt da nicht so übervorsichtig sein. Oh oh. Das ist nicht so gut. Alice hat sie nie geliebt. Da
Das ist gar nicht gut. Wow. Alles klar, ich trau mich da jetzt nicht so raus. Aufgepasst. Nur ein kleines bisschen übertrieben hier. Wow. Wir schaffen das. Geh da mal in Deckung. Gleich sind wir da. Gleich sind wir an unserem Ziel. Oh nö. Komm schon, verschwinde. Aua. Okay, schnell nach vorne. Das war knapp. Leuchtpistole. Na dann feuern wir mal rein. Lösen wir mal das Zeug auf. Da können wir uns ja immer wieder bedienen. Ich hoffe, das ist auch das Ziel. Aber da es hier immer wieder Munition gibt, glaube ich schon. Dann nehmen wir alles wieder mit, so viel es geht. Oh, drückt das noch großartig was? Vielleicht muss ich auch nach vorne gehen, ne? Ja, das kann auch sein. Okay. Boah, das war ganz schön knapp. Nein, sie versagen. Es ist in ihrem Kopf. Und Schuss. Ja, da steht sie auch. Oh, oh. Keine Vögel, Mann. Sie bilden sich das ein. Sind die. Oh. Hier, Checker, nimm das. Baby, du hast nur schlecht geträumt. Es war doch nur ein Albtraum. Nein. Alles in Ordnung. Du bist nun daheim. Das war kein Traum. Alles ist gut. Mach das Licht an. Mach das Licht an! Ruhig, Baby. Der Strom ist weg. Es gibt kein Licht. Komm wieder ins Bett und ich lasse dich deine Furcht vor der Dunkelheit vergessen. Meine Furcht? Das ist deine Furcht. Warum hast du keine Angst? Du bist nicht Alice. Mach sofort das Licht an. Der Klicker, was hast du damit gemacht? Alan, Liebling, du träumst ja noch halb. Du redest nur Unsinn. Komm wieder ins Bett. Das werde ich nicht. Ich werde den Klicker suchen. Ist ganz schön gruselig. Na, vielleicht gibt es hier noch eine Manuskriptseite irgendwo. Die ich übersehen habe, das könnte gut Alan, sein. Du machst mir Angst. Komm wieder ins Bett. Hast du deine Tabletten genommen? Soll ich Dr. Hartman anrufen? Ich geb dir gleich Dr. Hartman. Ich habe dein Manuskript gelesen. Es ist brillant. Die Parcha ist bisher deine beste Arbeit.
Du bist ein Genie. Ich bin so stolz auf dich. Komm wieder ins Bett. Wir reden morgen früh weiter. Werdet ihr nicht zuhören? Ist hier noch irgendwas? Nee, auch nicht. Schade. Ich laufe einfach an dir vorbei und gehe in die Küche. Komm wieder ins Bett, Alan. Komm wieder ins Bett, Tom. Da ist der Klicker. Sie müssen den Weg zur Hütte finden. Es stellt sich ihnen in den Weg. Es lässt sie nicht vorbei. Es hat kein Herz. Es ist voller Dunkelheit. Sie müssen sein Herz mit Licht füllen. Das ist Mr. Scratch, schlafen Sie nicht. Ihre Freunde treffen ihn, wenn sie fort sind. Drücken Sie den Klicker. Alles klar. Hier könnte es sein, dass ich die irgendwie nicht gefunden habe. Vogel. Vielleicht steht ja hier irgendwas von der Manuskriptseite. Und das habe ich nicht gesehen. Einkaufswagen. Ja, eine Kiste. Immer nochmal Vogel. Ein Fass. Ein Telefon. Soll ich da rangehen oder nicht? Telefonmast. Da haben wir auch nochmal was. Okay, gehen wir kurz. Oh, jetzt kann ich nicht mehr ans Telefon. Ah, Mist. Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt was Wichtiges verpasst habe. Ich hoffe nicht. Ich verlass dich. Was? Es tut mir leid, Alan. Ich habe jemanden kennengelernt und mich in ihn verliebt. Alice? Nein, was soll das? Du kannst... Du liebst mich nicht. Wie könntest du auch, wenn du dich nicht mal selbst liebst? Das Einzige, was du tust, ist, mich mit einer Arbeit zu quälen, die du nicht mehr schaffst. Nein, ich liebe dich mehr als alles andere auf der Welt. Du bist meine Muse. Nein. Wer bist du? Was hast du mit Alice gemacht? Alan? Was machst du da? Schalt das Licht wieder an! Was hast du vor, Alan? Halt! Schalt das Licht wieder an! Es war nicht echt. Nichts dergleichen war je passiert. Vielleicht kommt auch das beim Telefon, das, was wir jetzt gehört haben. Na, hier läutet es jetzt aber nicht. Du bist nicht Barbara! Tom, lass mich gehen. Ich verspreche, ich bin auch artig. Bitte binde mich los, du böser Junge. Ich werde dir dabei helfen, dein Meisterwerk zu schreiben. Ich werde dich bis in alle Ewigkeit bitten. Nein, du bist nicht Barbara Jagger. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte deine Rückkehr nicht schreiben sollen. Du bist falsch zurückgekommen. Dein Herz ist voller Dunkelheit. Leg das Messer weg, Thomas. Leg es hin! Dein Herz ist voller Dunkelheit. Ich schneide es raus und bring dich in die Tiefe zurück, aus der du kommst. Ziemlich brutal. Ich machte die Hütte real. Voller Dunkelheit. Naja, das Telefon hätte man immer früher nehmen sollen, glaube ich. Na, komm schon. Da ist sie, die Hütte. Bis jetzt habe ich keine Manuskriptseite gesehen. Weg von mir, alte Hexe! Wo bin ich?
Ich will weg! Alice? Alice, ich komme! Ihr Mann hat sich geweigert, den Befehlen zu folgen. Er musste nur das schreiben, was zu schreiben ich ihm aufgetragen hatte. Jetzt ist es zu spät. Das ist seine Schuld. Sie werden auf ewig hier bleiben. Rein da. Jetzt kriegen Sie sie nie wieder zurück. Ich bin viel älter als Sie. Älter als Ihr erstes Kunstwerk. Ich finde ein neues Gesicht. Jemand anderes, der mich in die Freiheit träumt. Ich konnte Alice Gegenwart spüren. Ganz in der Nähe. Ich verstand, was ich nun tun musste. Wie ich das Ende für Departure schreiben musste. Es gibt Licht und Dunkelheit. Ursache und Wirkung. Es gibt Schuld und Sühne. Aber alles muss im Gleichgewicht sein und hat seinen Preis. Da hatte Zane sich geirrt. Es gibt eine lange Reise durch die Nacht. Zurück ins Licht. Nein! Thank you.
Das ist kein See. Es ist ein Ozean. Alan, wach auf. Und das war es mit Alan Wake. Tatsächlich haben wir die letzte Seite, die habe ich wieder nicht gefunden. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man alle Telefonanrufe entgegennehmen muss. Das heißt, das Telefon müsste man immer als erstes quasi mit Licht erscheinen lassen. Und dann taucht sie vielleicht auf, ich weiß es nicht. Ich werde das noch nachreichen, weil das letzte Kapitel ist nicht so lang und ich glaube, ich kann das wiederholen. Und dann werde ich das hier am Ende nochmal nachreichen, wo diese letzte Manuskriptseite sich befindet. Ja, Alice durfte zurück ins Licht und Alan blieb in der Dunkelheit dafür zurück. Und so wie es aussieht, ist Rose die neue Lady des Lichts. Falls sowas wieder passiert, schließlich wurde sie ja auch vom Dunkel berührt. Sie sieht also die Dinge auch. Und ja, es gibt noch ein DLC, den werden wir spielen. American Nightmare. Zuerst wird was anderes kommen, ich weiß noch nicht was. Und dann werden wir mit American Nightmare weitermachen. Und der ist auch ziemlich cool. Leider lässt er dann auch wieder viele Fragen offen. Wichtig wird da sein Doppelgänger sein. Mit dem hat es auch noch einiges auf sich. Und wie viele andere Leute auch, warte ich sehnsüchtig auf ein Alan Wake 2, das wahrscheinlich niemals kommt. Was sehr schade ist, weil ich finde die Story super, ich finde die Charaktere super. Das Spiel ist natürlich nicht mehr so frisch wie damals. Es sieht nicht mehr so top aus, manchmal ist doch alles sehr kantig etc. Die Zwischensequenzen sind immer noch ganz schön, finde ich. Die deutsche Synchro ist eigentlich teilweise echt nicht so gut, aber irgendwie mag ich es, irgendwie passt es auch so ein bisschen, weil... Ja, ich weiß nicht, es ist manchmal auch so ein bisschen wie in einem trashigen Horrorfilm oder so. Es ist so ein bisschen überspitzt und überzeichnet alles und irgendwie passen dann diese Stimmen auch ganz gut dazu. Ich finde, er hat eine sehr markante Stimme, also Alan. Ich mag die eigentlich auch, wenn sie teilweise echt die Dinge so sehr komisch ausspricht. Also manchmal macht der Sprecher das schon ein bisschen komisch, weiß nicht. Aber ansonsten gefällt mir das eigentlich ganz gut. Ich mag die Tracks, die sie hier verwendet haben als Musik. Auch hier Major Tom am Ende ist sehr cool. Die Musik ist top. Die Atmosphäre finde ich bis heute noch immer sehr, sehr gelungen. Dieses Düstere, dieses Dunkle, die Wälder machen mir einen Angst, die sind schon bedrohlich, diese Schattenkreaturen sind einfach cool. Ich finde das System immer noch super, dass man die zuerst mit dem Licht abhalten muss und sie erst dann verletzen kann. Das macht immer noch sehr, sehr viel Spaß. Ja, bis heute finde ich Alan Wake ist eines der gelungensten und interessantesten Horrorspiele, weil es auch eine sehr, sehr gute Story hat. Es erinnert mich halt sehr stark auch so an Stephen King und so. Und deshalb finde ich das eigentlich schon ziemlich, ziemlich spannend. Ich mag das sehr gerne. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich gebe dem Spiel eine 90. Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen persönlich, vielleicht ein bisschen zu hoch gesetzt. Aber wie gesagt, ich mag es doch sehr gerne und kann über diese Schwächen ein bisschen hinwegsehen. Die größte Schwäche für mich ist wirklich das Fahren. Die Fahrzeuge steuern sich einfach sehr schlecht. Die offenen Gebiete sind sehr leer und bringen meistens nicht viel. Manchmal sind da noch ein paar Thermoskannen versteckt und so, aber viel mehr ist da meistens nicht drin. Das ist sehr schade. Gerade hier im letzten Abschnitt, wo man doch ein bisschen viel fahren muss, kann ich jetzt zum Glück dann, wenn ich das nachreiche, einfach durchfahren, weil es da einfach nichts zu entdecken gibt. Das ist irgendwie sehr schade. Okay, wahrscheinlich lag da ein oder zwei Thermoskannen rum, die ich schon gefunden habe, aber das ist halt auch echt nicht viel. Und das Fahren macht in dem Sinn nicht wirklich Spaß, muss ich sagen. Also mir macht das überhaupt keinen Spaß in diesem Spiel. Und es nimmt so ein bisschen auch die Atmosphäre immer raus. Mit dem Auto ist man auch recht stark unterwegs und sowieso an jeder zweiten Straßenecke liegen dann wieder drei Fahrzeuge rum und irgendwie wollen wir diese Fahrzeugpassagen nicht so ganz ins rechtliche Spiel packen. Das ist so wirklich mein größter Kritikpunkt. Über alle anderen kleineren Schwächen kann ich eigentlich gut hinwegsehen.
Ich habe am Anfang immer so das Gefühl, das Spiel ist sehr schwer, man muss viel bunkern und so, aber wie man gesehen hat am Ende, ich bin immer so sparsam, dass ich am Ende mehr als genug Leuchtfackeln und Leuchtpistolen und Blendgranaten habe. Also so schwer ist das Spiel dann zumindest auf dem normalen Schwierigkeitsgrad nicht. Ich finde, es hat einen angenehmen Schwierigkeitsgrad, man kommt da eigentlich ziemlich gut durch. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es ja auch nicht mehr zu sagen. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder bei American Nightmare mit dabei. Und ja, auch da gibt es wieder coole Musik. Das Setting ist ein bisschen anders, gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Hat eine sehr interessante Mischung. Und vielleicht seid ihr gehört jetzt ja auch zu denjenigen, die sehnlichst auf Alan Wake 2 warten. Vielleicht kommt es ja doch noch, wer weiß. Remedy wurde ja immer wieder danach gefragt und sie haben nie gesagt, dass sie keinen zweiten Teil machen würden. Sie würden das sogar eigentlich sehr gerne machen, hatten aber immer andere Projekte. Und wer weiß, vielleicht irgendwann ist dann nochmal die Zeit gekommen, dass Alan Wake 2 vorgestellt wird. Und dann werde ich mich natürlich sehr freuen. Ich hoffe natürlich, dass es nicht Xbox-exklusiv sein wird, weil dieser Teil war es eine lange Zeit lang, bevor er auf den PC portiert wurde, so dass wir dann, falls Alan Wake 2 irgendwann kommen sollte, wir das direkt Let's Playen könnte. Da würde ich mich natürlich schon ziemlich freuen. Gerade mit der heutigen Technik auch wieder, würde dieses Spiel sehr, sehr schick aussehen, glaube ich. Also wenn man da genug Ressourcen reinstecken würde, könnte das schon ein richtig fantastisches Spiel werden. Und ja, gehört so mit Dead Space zu meinen liebsten Horrorspielen, weil es eben auch dieses etwas Andersartige hat. Es versucht dich eigentlich nicht immer mit Jumpscares etc. hervorzulocken, sondern es überzeugt mit einer guten Atmosphäre und mit einer guten Geschichte. Und das reicht mir eigentlich schon. Ein Horrorspiel muss nicht immer ein Erschrecken, es kann auch einfach so gruselig sein, weil eben die Atmosphäre gruselig ist. Ich lasse dann jetzt hier noch die Credits durchlaufen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wenn ihr noch sehen möchtet, wo sich die letzte Manuskriptseite befindet, dann könnt ihr euch hier die Credits angucken oder nach hinten springen. Da werdet ihr es dann sehen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Projekt auch wieder dabei oder spätestens dann bei American Nightmare. Bis dahin, tschüss.
Die letzte Manuskriptseite. Na super, die ist richtig blöd versteckt. Also wir sind ja hier hochgefahren zum Schrottplatz. Und hier waren Absperrungen. Und bis jetzt konnte man nie über Absperrungen drüber oder hindurchfahren. Aber hier konnte man es. Hier kann man die Absperrung umfahren. Dann kann man hier weiterfahren. Und tada, hier ist sie. Einmal im Spiel kann man das tun, heißt einmal, toll. Das ist ja richtig dumm irgendwie. Naja, wir haben sie gefunden. Sarah und Barry im hellen Raum. Barry würde Sarah nicht erschießen, das wussten beide. Sobald sie keine Chance mehr hatte, Wake einzuholen, gab er ihr die Waffe, setzte sich auf den Boden und schirmte sein Gesicht vor dem unerbittlichen Schein des hellen Raumes ab. Ich glaube nicht, dass ich ihn je wiedersehe, sagte er leise. Sarah konnte nicht auf ihn wütend sein. Und er hatte vermutlich recht. So, und dann ist mir noch was aufgefallen. Wir gehen mal zurück zum Menü. Das habe ich nie gesehen. Weil du kommst da beim Spiel anscheinend nicht hin. Ich weiß nicht. Aber das Let's Play ist doch noch nicht ganz zu Ende. Wenn wir hier auf Folgen gehen, normal... Dann gibt es hier zwei Special-Folgen, das Signal und der Schriftsteller. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Das habe ich nie gesehen, weil ich habe ja das Spiel immer gestartet mit neuem Spiel und habe es durchgespielt. Und da kommen diese Special-Folgen nicht vor. Ich glaube, man muss das hier über die Kapitelauswahl machen. Und das habe ich nie getan. Das ist mir natürlich nicht aufgefallen. Ja, deshalb sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Special 1. Dem Signal. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Bis dahin. Tschüss.